Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ganz anderes Setting mal, nicht in der Halle, beziehungsweise schon in der Halle, aber anders aufgebaut. Ich habe heute wieder den Gernot von Dryas Energy hier, denn es gibt ein neues, ja, eine Revolution, würde ich schon fast sagen. Wir haben es vor 8 Monaten schon mal so ein bisschen angerissen. Unter dem Titel Super keimfreies Auto reinigen haben wir den BMW mit Trockeneis gereinigt und dann auch schon so erste Versuche gemacht mit einer Oberflächenbeschichtung, die Keimwachstum hemmen soll. Das ist richtig. Ja. Und darüber möchte ich mal, oder wollen wir in diesem Video sprechen. Gernot hat eine kleine Präsentation mitgebracht. Wir haben ein Video mitgebracht, um einfach mal zu sehen, wo geht es denn vielleicht hin und was können wir gerade in der Zeit, die uns immer noch überschattet, alles tun. Von daher würde ich sagen, Gernot, du hast ja hier alles zur Verfügung. Erzähl uns noch mal ein bisschen was zur Beschichtung, bitte. Ja, sehr gerne. Also wie ihr vor 8 Monaten gesehen habt, haben wir mit Trockeneis das Fahrzeug damals gereinigt und haben dann die Keimlast schon um ca. 50% in dem Fahrzeug reduziert. Das ist aber ähnlich wie Desinfektionsmaßnahmen, wirkt das halt immer nur kurzfristig. Das heißt, ich setze mich rein ins Fahrzeug, es ist sauber und weiß nicht, dann trage ich von außen wieder Keime rein. Genauso, wenn ich mit einer Ozonbehandlung oder sonstige Sachen im Auto arbeite. Das nimmt die Keime zwar raus, aber die kommen auch wieder rein. Ja. Und wir haben jetzt ein neues Produkt, was nach der Reinigung die Oberflächen in dem Fahrzeug Langzeit versiegelt. Nämlich 6 Monate und länger, je nachdem mit welchen Reinigern man das auch dann behandelt. Und das Tolle daran ist, dass diese Beschichtung eben permanent dann die Keime, die neu ins Fahrzeug kommen, reduziert. Mhm. Ja, also das Innovative an der Sache ist, dass es eben sehr lange hält. Ja, dass du es mit dem Elektrospray-Verfahren aufträgst, das ist, sorgt dafür, dass man wirklich sehr gleichmäßig auf allen Oberflächen diese Beschichtung hinbekommt. Die wirkt dann eben 24 Stunden am Tag, also auch ohne Licht. Auch das ist sehr wichtig, weil in vielen Räumlichkeiten im Fahrzeug, zum Beispiel wenn du sagst, du hast fest abends oder nachts, werden dann auch permanent die Keime reduziert. Aber nicht nur, es geht ja nicht nur für Fahrzeuge, sondern auch für Kühlräume, für Büros, für alle möglichen Sachen. Da ist halt nicht immer genug UV-Licht, deswegen wirkt es da. Und es ist eben nicht nur was gegen Viren, die ja jetzt irgendwie bei allen irgendwie im Mund sind. Corona, glaube ich, kann keiner mehr hören dieses Jahr. Das ist wirklich eine Achterbahnfahrt gewesen, die jetzt hoffentlich irgendwann zu Ende geht. Aber ich glaube, das Thema Hygiene wird weiterhin wichtig bleiben für uns. Und die Beschichtung geht auch gegen Bakterien, sie geht gegen Viren, aber auch gegen Schimmel und Hefepilze, die auch oft im Fahrzeug Probleme machen an der Stelle. Wie können wir uns das konkret vorstellen? Das Auto wird einmal intensiv gereinigt mit Trockeneis oder auf eine herkömmliche Weise und dann wird das aufgesprüht. Genau, also nach einer Grundreinigung, die brauche ich, um die Keimlast einmal auf ein gutes Niveau zu kriegen, auch um Fette von den Oberflächen runterzukriegen, weil du kannst dir vorstellen, wenn du noch eine Zwischenschicht hast und dann sprühst du was drauf, dann kannst du die Zwischenschicht wieder wegnehmen und dann hält die Beschichtung nicht. Das heißt, du brauchst eine saubere Grundlage. Trockeneis empfehlen wir natürlich, aber man kann es auch mit anderen Methoden natürlich machen. Und dann mit diesem Elektrospray-Verfahren, der lädt dann diese Flüssigkeit, die aufgesprüht wird, mit einer Hochspannung mit 40 kV auf, allerdings mit ganz wenig Ampere. Das heißt, es ist nicht gefährlich, aber es ist eine sehr hohe Spannung. Und diese hohe Spannung sorgt dafür, dass wirklich alle Oberflächen im Fahrzeug, selbst wenn es hinter dem Lenkrad ist, beschichtet werden kann. Ihr kennt das vielleicht aus der Automobilindustrie, wenn man da mal so sieht, wie die Autos lackiert werden. Da ist das Auto auch negativ geladen, die Farbe positiv und dann wird die Farbe wirklich perfekt angesogen. Ein ähnliches Verfahren ist das hier auch. Und tatsächlich komplett unsichtbar oder habe ich da noch so einen leichten Film auf Glas oder Displays? Wir haben viele Displays beschichtet und wenn man, sagen wir mal so, wenn man natürlich zu viel drauf sprüht, da sind auch Silberionen drin mit in der Beschichtung, dann kann es sein, dass man die sieht, aber wenn man es richtig macht, sieht man sie weder auf dem Glas, noch auf dem Display, noch auf Pianolacken oder sonst irgendwas, also bei richtiger Anwendung absolut unsichtbar und das ist natürlich schon gerade im Auto sehr wichtig, wo ich dann teilweise sehr hochwertige Oberflächen habe. Das Prinzip ist, die Keime sind einmal weg, wir beschichten die Oberfläche, damit nicht mehr so viele Keime drauf arbeiten. Muss ich dennoch regelmäßig reinigen? Kann ich überhaupt reinigen, damit diese Beschichtung das ist eine super wichtige Frage. Also wir haben hier auch Tests gemacht. Ich gehe mal ein bisschen schneller drüber weg. Ich komme aber gleich nochmal drauf. Die Beständigkeit der Beschichtung, was man hier sieht, also um die Frage zu beantworten, ja, man muss regelmäßig weiterarbeiten, weil ja nicht nur Keime im Fahrzeug sind, sondern auch, wie ich gerade sagte, andere Verschmutzungen, Krümel vom Essen oder Steine im Winter, wenn ich die dann im Fußraum habe. Das muss ich natürlich ganz normal reinigen können. Und man kann die Beschichtung auch abreiben mit Reinigungsmitteln, die im pH-Bereich so zwischen 3 und 8, 9 liegen. Ist das kein Problem, da ist die Beschichtung beständig. Ich kann sogar Desinfektionsmittel benutzen, wenn ich das möchte, um da nochmal drüber zu gehen. Und wir haben Tests gemacht in Labors, dass es sogar nach 5000 Abriebzyklen, sowohl nass als auch trocken, also das ist eine ganze Menge, also wenn ich jeden Tag einmal drüber wische, dann sind das, weiß nicht, fast
zehn Jahre kann ich dann jeden Tag da irgendwie einmal drüber wischen, so ungefähr. Und es hält dann noch und es hat vor allen Dingen auch noch eine Wirksamkeit, was man unten rechts sieht. Man spricht immer von Lockstufenreduktion. Also eine Lockstufe ist von 1 Million Teilchen auf 100.000 Teilchen, dann auf 1.000 Teilchen, das wären dann 2, dann auf 100 Teilchen und so weiter runter. Also bei 4 Lockstufen spricht man von 99,99% Reduktion. Das ist schon ganz schön ordentlich. Okay. Und das kann tatsächlich auf allen Oberflächen angewendet werden? Oder gibt es irgendwelche Materialien, wo es nicht geht, nicht hält? Nee, also im Fahrzeug gibt es keine Oberflächen. Also es gibt, man kann es auf Leder machen, man kann es auf allen Kunststoffen machen, auf den Displays, wie besprochen, auch sogar auf Glas. Wo man ein bisschen vorsichtig sein muss, ist tatsächlich bei Messing. Bei Messingmaterialien, weil dann kann es durch die Silberionen, die in der Beschichtung sind, zu Korrosionsflecken kommen. Mhm. Ja, es funktioniert zwar dann auch, aber da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Und was ich ganz interessant finde, ist auch nochmal vielleicht diese Darstellung hier. Da sieht man so ein bisschen, wie funktioniert denn überhaupt die Beschichtung. Also sie hat mehrere Wirkeigenschaften, aber eine wichtige Wirkeigenschaft ist, dass eben durch diese Spannung in dem Material eine Differenzspannung besteht zwischen den, Keimen, die auf der Oberfläche ankommen. Und dann gibt quasi die Oberfläche gibt Protonen ab an die Teilchen und dadurch ist einfach das Gesamtgefüge in den Keimen nicht mehr in Ordnung. Die Hüllen oder die Bestandteile aus den Keimen sterben dann tatsächlich ab. Mhm. Und das ist wirklich sehr spannend. Und das geht je nach unterschiedlichen Krankheitserreger unterschiedlich schnell. Bei Bakterien sind sie teilweise schon nach 5 Minuten weg, Kolibakterien zum Beispiel. Und bei Viren dauert es manchmal auch ein paar Stunden, bis sie weg sind. Da sagen Hygieniker uns manchmal, ja, aber dann bringt mir das ja nichts, weil Hygieniker ticken anders. Die wollen halt eine Desinfektion haben und eine Desinfektion heißt 99,999% nach einem Wisch weg. Ja? Unsere Beschichtung ist aber eine Ergänzung in jedem Hygienekonzept, weil ich reduziere einfach permanent das Risiko. Je mehr Keime da sind, umso höher ist ein Infektionsrisiko. Und wenn diese Keimbelastung einfach unter einem kritischen Niveau gehalten wird die ganze Zeit, dann ist das für eine normale Umgebung völlig ausreichend. Wir werden ja im Auto nicht operiert. Ja? Das heißt, ich brauche da ja keine komplett sterile Umgebung. Ja? Aber wir haben auch schon erste Ergebnisse jetzt aus der Luftfahrtindustrie. Da haben wir Flugzeuge beschichtet und andere nicht. Und die sind die gleiche Strecke geflogen. Nach 3 Tagen haben wir dann wieder Hygienetests gemacht und konnten feststellen, dass die Keimbelastung in dem beschichteten Flugzeug um knapp 67% niedriger war als in dem nicht beschichteten Flugzeug. Wow, das ist ja schon mal. Vielleicht noch mal ganz kurz, wir können ja mal einmal zwischenschalten. Wir haben ja schon mal ein Video vorproduziert quasi zu dem Thema. Mhm. Wir können ja einfach mal reinschalten, dann kann man sich vielleicht vorstellen, wie so eine Pistole aussieht. Richtig, hier sieht man die Elektrospray-Pistole und das Beschichtungsverfahren. Und man sieht wirklich, dass man durch diese Spannung in dem Material kaum Overspray hat und man wirklich auch nur sehr wenig Material auftragen muss im Fahrzeug. Hier werden jetzt die Ledersitze beschichtet. Und nach der Beschichtung wirkt das eben permanent. Wenn wir das hier mal kurz sehen auf Glasflächen, können wir nachher vielleicht nochmal die Bilder einblenden, wie die Beschichtung dann auf der Oberfläche aussieht, kann man dann wirklich sehen, dass sie drauf ist und sie wirkt permanent. Wir haben gerade auch in Berlin einen Test gemacht, da haben wir 10 Fahrzeuge mit Trockeneis gereinigt, dann beschichtet und dann haben wir 4 Wochen lang immer einen Test gemacht, was die Keimbelastung dann in den Fahrzeugen angeht. Und haben dann eine Vergleichsgruppe gemacht mit 10 anderen Fahrzeugen. Und wir konnten echt feststellen, dass in den Fahrzeugen, die beschichtet worden sind, die Keimbelastung 50-60% niedriger war, teilweise sogar 70-80% niedriger im Schnitt als die nicht beschichteten. Und das eben auch langfristig. Wir haben gesehen, bei den nicht beschichteten, die sind natürlich dann auch mal gereinigt worden, dann war es wieder ein paar Tage gut, klar. Aber dann recht schnell haben sich da wieder Keime aufgebaut. Und gerade bei Carsharing oder so ist das natürlich ein Riesenthema. Ja. Da steigen fremde Leute ins Auto rein. Du weißt nicht, wer hat es vorher gefahren. Du bist da einfach irgendwie unwohl drin. Ja. Nur nochmal, das Ganze, die Keimbelastung ohne Reinigung. Das heißt, von alleine 50-60% niedriger, als wenn nichts beschichtet. Richtig. Und wenn man wieder reinigt, fällt sie auch bei der beschichteten Oberfläche ja wieder runter. Natürlich, nochmal weiter runter. Aber das sieht man eben hier nochmal, das ist eben genau der Gamechanger, den wir hier haben. Vielleicht ein bisschen kompliziert, aber die linke Darstellung zeigt einfach, wenn ich normal einmal reinige, dann habe ich erstmal keine Keime mehr oder wenn ich desinfiziere. Und dann steigen die Keime aber wieder an und wenn ich nichts mache, geht es irgendwann in ein kritisches Niveau. Ja. Dann habe ich wieder einen Punkt, wo ich wieder reinige, dann fällt es wieder runter und dann baut sich das wieder auf.
Und jetzt die Beschichtung sorgt eben dafür, das zeigen ja auch diese Tests, die wir jetzt machen, dass ich eben permanent die Keimlast runterdrücke. Ich habe quasi so einen Typen im Auto stehen, der eigentlich permanent so draufdrückt auf die Keime und hält sie unten, hält sie am Boden. Und das finde ich schon ziemlich cool. Okay, super spannende Sache. Wie weit ist denn das Ganze? Ist das noch in der Entwicklungsphase oder seid ihr schon so weit, dass ihr sagen könnt, es geht los? Also wir haben jetzt die letzten Monate viel auch erstmal selber entwickelt und selber Tests gemacht, damit wir auch, wenn wir rausgehen, sicher sein können, dass wir da auch ein super Produkt an der Hand haben. Da sind wir jetzt so gut wie fertig, dass wir Anfang des Jahres tatsächlich dann auch rausgehen. Und wir suchen natürlich auch Partner, die dann an diesem Produkt interessiert sind, weil für den Endkunden macht es jetzt, also für den Endkunden ist es fast unmöglich, sich so einen Sprayer zu besorgen, das dann anzuwenden. Also wir suchen Partner, sei es Autoaufbereiter da draußen oder auch Gebäudereinigungsfirmen, die interessiert sind an dem Produkt, weil wir haben zwischenzeitlich auch schon Zahnarztpraxen beschichtet, ich habe sogar schon Kitas beschichtet, ja, wir fangen jetzt an mit Schulen. Also es ist ein Riesenthema und wenn ihr Lust habt da draußen, da auch euch mit dieser Beschichtung auseinanderzusetzen, dann kommt einfach gerne auf uns zu. Wir geben euch da alle Informationen gerne, die ihr braucht. Ich glaube, das ist wirklich ein spannendes Thema. Wir bleiben da auch dran. Wir werden das Thema auch noch weiter verfolgen, weil, wie du schon gesagt hast, die Anwendungsmöglichkeiten sind ja unendlich. Jedes Kundenfahrzeug wäre eine Option. Ja. Gewerbliche Fahrzeuge sowieso, Taxis, Mietwagen, was da noch alles zukommt. Also wir bleiben an dem Thema dran. Wenn du schon Interesse hast, wie gesagt, wendet euch gerne direkt an Dryas Energy, dann kann man alles Weitere besprechen. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es mit dem Thema weitergeht. Gernot, danke, dass du hier warst. Super, danke fürs Dasein. Guten Rutsch. Dass ich da sein durfte, ja, danke schön. Und danke für dieses Jahr und ich denke mal, wir sehen uns nächstes Jahr dann auch wieder. Genauso wie euch. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.